Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Im letzten Part haben wir Mordins Klinik erreicht und ja, hier ist ein bisschen Stress am Dampfen, würde ich mal sagen. Er vermisst zum einen seinen Gehilfen, den wir gleich mal dann suchen und ja, wir arbeiten uns jetzt einfach mal munter weiter vor, würde ich sagen. Erstmal umsehen. So. Soweit, so gut. Mir wurde dann noch in den Kommentaren erstmal wieder vielen lieben Dank für eure ganzen zahlreichen Kommentare. Es ist immer wieder ein Fest. Ich lese sie in der Regel alle, tatsächlich. Antworte dann eigentlich auch drauf. Kann nur manchmal ein bisschen dauern. Also hin und wieder hänge ich auch mal so 2 Wochen zurück. Aber ich gebe mein Bestes. Ne? So, jetzt sammeln wir erstmal hier noch ein bisschen Medigel ein. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, was genau die Mission war. Ich muss ja gestehen, ich hatte eine Woche Pause. Deswegen muss ich selber gerade mal gucken. Missionen. Wo sind wir denn dran? Ich glaube, hier sind wir, ne? Omega vermisst seinen Assistenten Daniel finden. In den Vorcheck-Gebieten in der Nähe der Umweltanlage nach Daniel suchen. Alles klar. Aber hatten wir nicht auch noch eine Main-Mission? Dass wir irgendwas mussten wir doch anmachen. Irgendwo musste Strom oder so wieder her, ne? Der Preis der Rache? Ne. Toren aufhalten. Der Rat. Der Professor, da sind wir. Bumm. Die Seuche heilen. Gehen Sie zu den Umweltkontrollsystemen und setzen Sie das Seuchenheilmittel in der Luftversorgung frei. Das war der Plan, genau. Wir haben von ihm ein Mittel bekommen und das müssen wir einmal eben in dem Umwälzungssystem sozusagen, moin, verteilen. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Ah ja, das ist einfach. Einfach in diese Richtung. Moin. So. Na gut, dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Alles gut? Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die Apartments der Toten geplündert haben. Mir ist richtig schlecht geworden. Geht gar nicht sowas, ne? Geht gar nicht sowas. Haut mir mal bitte auch nochmal in die Kommentare, ob das Ton-Sprachverhältnis in Ordnung ist, ne? Einige Voices, die man so im Game anquatscht, die sind halt leider ein bisschen leise. Das fällt mir auch immer auf. Aber jetzt in den Dialogen, wenn die sich so richtig gegenüberstehen, wo ich auch auswählen muss, passt das soweit? Sonst justiere ich da nochmal ein bisschen nach, weil dieses Spiel halt so mega dialoglastig ist, ist es immer blöd, wenn die dann nicht passen oder zu leise sind für euch, ne? Diese Klinik ist eine Zuflucht. Wenn Sie Ärger machen wollen, gehen Sie besser woanders hin. Alles klar. Ich will ja keinen Ärger machen, ich will euch ja helfen. Oh oh. So, und dann wurde mir gesagt, ich soll mal meine Infiltratortechnik benutzen. Die sind für ihre Feinde unsichtbar. Wie lange? Ich mach das jetzt mal eben. So, die Sache ist, ich bin jetzt für meine Feinde unsichtbar. Aber was bringt mir das, wenn meine Kollegen... Hast du schon wieder aufgehört? Ja, das war ja nicht so lang. Okay. Was bringt das, wenn meine Kollegen noch sichtbar sind, ne? Ich geh jetzt mal hier an die Wand ran. Da knölt sich dem direkt hier hinten drauf, Alter. Kann ich das auch noch verstärken? Ja. Warte. Und dann richtig schön... Bam! Haha! Damit haben wir uns den Schlimmsten vom Hals gehalten, weißt du? Alter, was war denn das, Leute? So muss es sein. So, wie sieht's weiter aus? Da sehe ich noch ein Töpfchen. Immer auf den Köpfe rauf, ne? Zack. Also es macht schon Spaß, ne? Das will ich jetzt nicht verheimlichen. Das hat wehgetan. Wow, 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 wow. Sehr gut. Mehr hast du nicht zu bieten. Den. Oh, direkt zerknüllst da. Läuft doch. So, warte mal eben. Ich habe ja den noch am Start. Kurz warten, bis das aufgeladen ist. Und jetzt. Jetzt machen wir euch fertig. Irgendwo läuft noch einer rum. Ja. War's das? Er hat noch nicht gesagt, wir haben sie alle erwischt. Solange da keine Bestätigung kommt. Roger, Roger. Glaube ich das noch nicht. Ja, doch, aber ich kann speichern. Na gut. Muss da ein bisschen Munition aufsammeln. Oh, scheiße, Bruder. Leute, was ist los mit euch? Wo seid ihr? Ich könnte ein bisschen Support gebrauchen. Erstmal unsichtbar machen. So. Guter Schuss. Bei denen musst du echt aufpassen mit ihren komischen Feuerdingern da, ne? Das macht keinen Spaß.
So, Leute, was macht ihr? Oh ja, warte mal. Zack, weg ist er. Okidoki. Soweit, so gut, würde ich mal sagen. Hol's doch mal eben kurz, wir schauen uns natürlich auch erstmal. Wir haben alle erledigt. Ah, siehst du wohl, das ist eine Ansage, mit der kann ich arbeiten. Erstmal quick safen und dann gucken wir mal, was hier noch so rumeiert. Man will ja kein köstliches Loot zurücklassen, ne? Lass mal schauen, was hier so los ist. Sieht nicht angenehm aus in dieser solchen Quarantänezone, aber wer hätte was anderes erwartet, ne? Ich habe jetzt nicht mit einem wunderschönen Ausflug gerechnet, irgendwie in so ein kleines Ressort. Aber dass dir jemand hier irgendwie Getränke anreicht, wäre schon nett, oder? Hallo Herr Shepard, schön, dass Sie uns retten. Kann ich Ihnen vielleicht einen Cocktail bringen? Geschüttelt oder gerührt? Aber nein, die stellen hier nur explosive Container hin. Was ist das denn? Spielterminal, ja, direkt mal hacken, ne? Kohle geht rein oder was? Ah, scheiße, Mann. Okay, warte, da muss ich wieder reinkommen. Bewegen Sie Cursor und mit, ich glaube, der Leertaste suchen wir das aus. So, was haben wir denn hier? Blau. Den da. Dann kommt jetzt so ein grünes Ding, den da und dann... Das da? Jawoll! Haben nicht umsonst Informatik studiert, wa? So, läuft doch. Bin Profi-Hacker. Ja, bin Profi-Hacker. So. Okay, ich glaube, mehr sehen wir hier nicht. Dann können wir uns mal vorsichtig nicht weiter nach oben bewegen. Au, what the fuck? Wieso explodiert das, wenn ich da so ganz gemütlich entspannt dran vorbeilatsche? Mist gemacht. Oh. So, Bankterminal. Starten wir The Hacking. Sehr viel nicht so, dann so bunt. Wenn Hacken in echt mal so einfach wäre, wa? Einfach nur nach Farben gucken. Und dann so ein grünes Ding. Zack. Firewall entfernt. Voller Zugriff gewährt. Kohle geht rein. Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen böse? Wir klauen doch jetzt eigentlich irgendwelchen Leuten ihre Kohle, oder nicht? Oder bucht man das halt unter? Ja, das sind Banken. Banken sind generell der Teufel. Also da kann man ruhig auch mal ein bisschen was abbuchen. Ja, die verdienen genug. So. Mal sehen. Gehen wir mal hier gucken. Bitte. Ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten. Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden. Das löst normalerweise die... Achtung! Leute, ruhig, ruhig, ruhig. Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. So, niemand muss hier sterben. Niemand muss hier sterben. Ich weiß, dass Sie Angst haben vor den Vorcha. Vor der Seuche. Aber dieser Mann trägt daran keine Schuld. Wenn er das Virus verbreitet, was will er dann im Gebiet der Vorcha? Die sind dagegen immun. Sie hat recht. Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir den Gefangenen freilassen, können wir also gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Alles chillig, Leute. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch. Können wir jetzt gehen? Nein, doch, Sie können gehen. Ich traue Ihnen. Wir hatten einen Deal. Rechtschaffenheit bei Menschen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, klar. Danke. Ich dachte wirklich, es wäre um mich geschehen. Hat Morden Sie auf die Suche nach mir geschickt? Er braucht Sie. Der Professor könnte Ihre Hilfe gerade jetzt gut gebrauchen. Er hat zu viele Patienten und nicht genug Freiwillige. Ja, in Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg. Vielen Dank nochmal. Ich schulde Ihnen, naja, alles. Deine Mimik hat das auch wirklich rübergebracht, muss ich echt sagen. Man hat es richtig gemerkt, oder? So, wunderbar. Dann haben wir ihn schon mal gefunden. Medizintasche öffnen. Wir können ruhig mal holstern. Irgendwie das Spiel, in diesem Teil geht das viel öfter automatisch gleich in den Kampfmodus, weil man davon ausgeht, ja, so ein bisschen ballern jetzt, ne? So, weiter geht's. Nächste Tür. Wir gucken mal, was sich dahinter befindet. Ärger voraus. Oh-oh. So, warte, ich mach mich mal kurz unsichtbar wieder. Ja. Also momentan hält das noch nicht lang. Das hilft eigentlich wirklich nur zum Infiltrieren. Aber ich wüsste aktuell nicht, wie mir das weiterhelfen soll, wenn meine Dudes, die mit mir rumlaufen, ja nicht unsichtbar sind. Die werden ja die ganze Zeit gesehen. Also, hä? Geht denn das? Geht denn das? Aber gut, das finden wir doch raus, Leute. Ganz entspannt. Kann ich darüber lupfen? Nee.
Okay. Ja, ja, ich weiß, wir haben schon genug Munition. Hab ich da mal im Nachladen? Ne, brauche ich auch nicht. Ich will da so einmal nach oben, aber das geht nicht. Ja, gut, okay, es geht weiter nach unten Richtung Belüftungssystem. Okay, noch sieht es leer aus. Wow, holy fuck. Soviel zu dem Thema. Steht einfach mal einer mit einem Raketenwerfer. Wer kennt's nicht? Aber wirst du direkt freundlich begrüßt. Das war jetzt aber nicht so nett. Oh, Bruder. Erstmal die Leute mit den Raketenwerfern platt machen. Schlagschuss ab. Warte, warte, warte. Ich mach mal den hier. Bam! Man kann auch mal ruhig das Environment mitbenutzen, ne? Ihr seid schon ein bisschen bescheuert, ne? Wenn ihr immer so einfach out in the open am Laufen seid. Mir wurde auch gesagt in den Kommentaren, bevor ich es vergesse, man hätte doch Garrus und Rex mitnehmen können. Die hätten sich dann toll über die Seuche unterhalten. Tatsächlich war ich da jetzt zu schisserig. Ich hatte echt Angst, dass was passiert und man die gegebenenfalls direkt schon mal Anfang vom Game verlieren kann, weil die dann in die Seuche fliegen oder so. Aber ist gut zu wissen, das heißt, für einen neuen Run würde ich das auch mal angehen. Ich glaube, ich habe damals auch Garrus mitgenommen, aber ich glaube, da war das einfach nur Dummheit, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass die ja vielleicht, was hat er gerade gesagt? Die? Bombs, okay, wenn du das möchtest. Dann die ja ganz gerne mal. Noch jemand am Stissel hier? Ich sehe jetzt erstmal noch niemanden. Gehen mal vorsichtig weiter. Erstmal noch nach ein bisschen Munition suchen. So. Ach, mit der Munition ist ein neuer Strategiefaktor so, ne? Früher konntest du dich halt echt einfach einschanzen und alles ist cool. Das geht jetzt nicht mehr, ne? Irgendwann geht dir die Munition in deinem kleinen Versteck aus. Das macht auch das Snipen jetzt wieder deutlich anspruchsvoller. Finde ich aber gut. Also mir gefällt das. Man wird ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeholt und muss auch mal die Deckung verlassen, ne? Das macht Kämpfe einfach ein bisschen spannender. So, ist hier noch irgendwo jemand am Start? Also... Mir hat keiner gesagt, wir hätten alle besiegt, aber ich sehe jetzt hier auch niemanden noch, der da noch irgendwie rumschreit. Ich will mich auch nicht beschweren, also... Ist cool, das ist cool. Da ist das Ventilation Control, da müssen wir gleich hin. Ich gucke eben nochmal nebenbei, ob hier noch irgendwas zum Hacken ist. Ihr kennt mich ja, ne? Der Fuchs geht immer ganz gerne ein bisschen gründlicher vor. Lieber mal... Achso! Das sagst du mir, nachdem ich die Waffe eingeholstert habe. Ich verstehe, verstehe. Das ist cool. Sehr hilfreich. Munition ist voll, okay. Hier scheint aber tatsächlich weiter nicht zu sein. Okay. Na dann. Auf in das Ventilation Control. Ich habe das Gefühl, dass uns dort was Härteres an Widerstand erwarten wird. Okay, let's go. Aber wenn das Game schon automatisch speichert. Ich erfolgreich an beiden vorbeigeschossen habe, aber läuft bei mir. So, warte. Einmal bitte den hier. Und jetzt. Warum lädst du nicht nach? Bams, aber jetzt aber. Alter, ich bin irgendwie ein bisschen verwöhnt von diesem Auto-Reload. Muss öfter Reload drücken. Dabei bin ich ja normalerweise dafür bekannt. Ich weiß noch nicht, die Leute damals, ganz vor vielen Monaten, habe ich ja manchmal mit meiner besseren Hälfte eine kurze Runde Battlefield gedaddelt und das auch aufgenommen. Und später auch mal alleine so ein paar Runden. Wer mich kennt, weiß, ich habe so eine richtige Nachladeproblematik. Ich lade immer nach. Immer. 3 Schuss, einer tot, zack, nachladen. Sofort nachladen. Obwohl da gegebenenfalls ja gleich noch einer kommen kann. Statt dass erstmal, ist ja noch genug eigentlich drin im Magazin. Nee, nee, der Fuchs lädt immer nach. Muss ich überhaupt nur mal sicher gehen. Das hat mich schon oft den Tod gekostet. Also gebracht, hat mir den Tod eingebracht, so rum. Noch was? Okay, let's go. Vorsicht. Die Umweltsteuerung müsste ganz in der Nähe sein. Wir müssen das Heilmittel einfüllen und dann die Ventilatoren reaktivieren. Jo, machen wir. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Okay, nice, nice, nice and Danny.
kommen. Wir Maschinen abgeschaltet, Ventilatoren kaputt. Alle ersticken und tot. Dann machen Kollektoren uns stark. Warum tun sie das? Was wollen die Kollektoren? Kollektoren wollen Seuche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten, Heilmittel in Luft bringen. Wir sie vorher töten! Ja. Feinde! Geil. Feinde! Oh. Aufpassen, erst die mit dem Feuerding. Die mit dem Feuer, die machen dich fertig. Da müssen wir. Und natürlich die mit den Raketenwerfer. So. Shepard, ich habe den Raum gescannt. Das zentrale Kontrollsystem befindet sich in einer Nische in der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Okay. Ist hier, das war's? Das waren die beiden Dödel? Das war jetzt der Endbosskampf? Na, kommt doch gleich noch was. Das war zu einfach. Da liegt ja noch Munition rum. Erstmal nachladen. Na dann wollen wir mal das Heilmittel einfüllen. Ausgezeichnet. Das Heilmittel ist platziert. Jetzt müssen wir nur noch die Ventilatoren wieder aktivieren. Ab. Betäubungsschuss ab. Wieso Betäubungsschuss? Wieso glaube ich ihm das irgendwie nicht? Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Okay. Eine auf jeder Seite des Raums, Okay. Irgendwie da seitlich runter, alles klar. Ein Blaufuchs findet einen Weg. Munition. Danke. So, ist das schon eine Kontrolle? Ah ja, cool. Oh oh. Beeindruckend! Schnell, Leute, die haben Feuer! Das wird sie umwerfen. Ja, geil. Direkt in den Anus! Bei den Feuerleuten müsst ihr echt aufpassen, Kollegen. Sonst wird es nicht gut uns ergehen. So richtig rabiat unterwegs, ne? Feuer und Raketenwerfer, so richtig. Die edlen dann Waffen. Macht sie fertig. Einer weniger. Okay. Wir sind ein gutes Team, Leute. Wir sind ein gutes Team. Oh. Ich hatte gerade Angst, warum geht die Tür automatisch auf? So, there are the controls. Zack. Der Ventilator läuft langsam an. Wir müssen noch den anderen aktivieren. Okay, let's go. Entdeckung gehen! Oh. Alter, sind das viele. So viel Geschmeiß! Immer schön auf die Köpfe schießen, ne? Ah, Mist! Guter Schuss! Geht's meinen Kollegen? Alles noch im Lot? Geht's auch noch gut, ja? There we go. Okay. Ein bisschen Munition einsammeln und dann weiter hoch auf die andere Seite. Ach, guck mal, hier wird's auch schon wieder richtig windig. Gefällt mir. Oh, oh. Raketenwerfer-Dullis. Oh, scheiße, Bruder. Los geht's. Jetzt. Da lebt ja immer noch. Scheiße. Okay, der ist platt. Watch platt. Nice. Das war fies. Weißt du, so eine Leute, die, wenn du die nicht siehst, grillen die dich ganz schnell. Aber da war doch noch so ein Raketenwerfer-Dulli da. Oh, oh, oh. Da sind sogar zwei. Alter, wir sind richtig krass drauf, was das Aiming angeht. Ich bin zufrieden. Sagt er und schießt ihm dann nur in die Schulter. Aber er ist trotzdem tot, glaube ich. Die sind nicht so stabil, ne? Auch so ein... Oh, 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 oh. Auch so ein Schulter-Shot reicht, um den halt einfach mal... Arm auszukugeln, dann ist er auch Ende. So, wo sind die zwei Nasen? Oha, und jetzt gerade mit einem Kampf? Ist ja fies, Alter. Oh, warte, den kriegen wir aber. Nee. Na, zeig dein Köpfchen. Scheiße, so. Beeindruckend. So. Noch mehr? Ja, dann sind die nächsten Idioten. Downing!
geht langsam die Muni aus. Könnt ihr euch mal um die kleinen Dödel-Gegner kümmern, Leute? Bevor ich mich dann um die Fetten kümmere. Wie gehen da? So. Meine Lieben. Ihr habt den Hahnkrähen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen an dieser Stelle so einen kleinen gemütlichen Break machen. Das hilft nichts. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid bei den Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.